einfach. Junge! Josef! Nein! Josef, hör auf! Ja, alles gut? Ja, alleine? Ja. Mit Elif? Ach so, nee, Elif ist schon weg. Ich hätte schwören können, ich habe sie gerade noch gehört. Ich bin gerade nur am Kopf meine Lieferungen durchgegangen und da führe ich manchmal Selbstgespräche. Ach so, okay. Ja. Aber bei euch alles okay, also zwischen dir und Elif? Klar. Ja? Ja, ja. Okay. Ich mache mich mal auf den Weg, ne? Tschö. Okay. Tschö. Er ist weg, du kannst rauskommen. Sicher? Ja. Okay. Was sollte das bitte? Warum wolltest du ihm auf jeden Fall aus dem Weg gehen? Ich? Ja. Nein, das war ja nicht aus dem Weg gehen, das war eher so ein Versteckspiel. Versteckspiel. Ich finde Versteckspielen sehr cool, unter anderem. Das ist total unbewertet. Verkauf mich bitte nicht für blöd. Es ist, du, egal was das ist jetzt hier so zwischen euch oder was auch immer, geht mich nichts an, macht euer Ding. Und wenn irgendwas ist und du reden möchtest, dann kannst du natürlich jederzeit zu mir kommen. Aha. Ja? Ja, werde ich auf jeden Fall tun. Danke dafür erstmal. Gerne. Ja, du kannst ins Café. Ja. Keine Autos, keine Menschen. Alles super. Ja, Luft ist alles sicher. Nein, nicht so. Ich habe einen Anruf von Emma, ja? Wir reden später. Danke nochmal, du bist die Beste. Auf dich ist Solas. Ja. Alles klar. Okay. Emma? Ja, endlich. Warte mal, Nina ist noch da. Du weißt nicht, was passiert ist. Max hat mir einfach seine Liebe gestanden. Was? Du wusstest davon? Was bist du für eine Freundin, dass du es mir nicht einfach sagst? Ach, dafür gab es keine Zeit. Ja gut, Emma, wenn es so ist. Das ist wichtig, dafür gibt es immer Zeit. Ach so, du hast ihm das gesagt. Dass er keine Chance bei mir hat. Okay, du bist doch die Beste, ich liebe dich. Nein, ich meine, du weißt, ich mag ihn wirklich gern und ich möchte unsere Freundschaft einfach nicht aufs Spiel setzen. Ich meine, ich mag ihn, aber ich liebe ihn nicht. Verstehst du? Ja, okay, wir reden da später nochmal drüber. Ich muss jetzt zur Schule, ja? Ich habe so Angst, dass ich den irgendwie treffe. Ja, okay, wir reden später, ist ja okay, ciao. Ey, Schatz, ich geh mich eben schon umziehen, ja? Hi. Hi. Hier. Wegen gestern, wegen meiner kleinen Sache da, du weißt schon. Eigentlich wollte ich nur sagen, dass gar nichts. Was guckst du so? Hole? Nee. Ich wollte zum Training gehen, das wollte ich sagen. Ach so. Ja. Ja, cool, dass ihr auch hier seid. Hast du Stress mit dir? Ich hab ja gar nicht geredet, was war das? Nee, nein. Nein. Er ist nur komisch in letzter Zeit. Ich dachte schon, du hast auch irgendwie Zoff mit dem oder so. Was heißt denn auch? Warum machst du so? Ach so, bestimmt. Nee, er ist ja immer noch komisch drauf. In letzter Zeit, aber scheiß auf den. Komm ja. Und dann trainieren Lass wir, oder? Ich war total überrumpelt. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Und er genauso wenig. Er stand da wie ein Haufen Elend und hat kein Wort rausbekommen. Aber eins war klar. Ich musste mit ihm reden. Sehr gut. Okay. Ich kann nicht mehr. Ich bin nicht kaputt. Ja, was wird, ne? Ja, du, ich komm gleich nach, ja? Okay. Ich muss eben. Hey, was denn, oder? Hey, Max.
Warte mal bitte. Können wir kurz noch mal reden? Wegen gestern? Ja. Ja, können wir machen. Ja. Pass auf. Wir hatten nicht die Möglichkeit, das noch mal richtig... Elif, vergiss einfach, was ich gesagt habe. Es war kompletter Blödsinn. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, sowas dann zu erzählen, aber vergiss einfach, das ist am besten. Was heißt denn, sowas zu erzählen? Du hast mir gesagt, dass du in mich verliebt bist. Ich meine, ein Funken Wahrheit muss ja da irgendwie sein. Das sagt man doch nicht einfach so, oder? Ein Funken vielleicht, aber mehr auch nicht. Okay. Deswegen, wie gesagt, lass es einfach vergessen und dann ist gut. Mann, du bist glücklich mit Josip. Und das ist gut so, das ist okay für mich, das ist kein Problem. Okay? Ja, aber pass auf, ich möchte dich wirklich nicht als besten Freund verlieren. Du bist mir so wichtig geworden. Wirst doch nicht, weil ich dich auch nicht verlieren möchte, ja? Das freut mich, wirklich. Hier wieder los. Belästigt er dich? Nein, 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 alles gut, alles gut. Wir haben nur kurz geredet, alles fein. Genau. Okay. Warum bist du denn schon fertig? Ja, schon natürlich. Gehen wir los? Nee, ich muss mich noch duschen. Du ja? Hier. Ja. Deswegen. Ja, okay. Ich warte dann draußen, ja? Ja, easy. Aber gleich. Ja, mach ich. Mir war doch auch klar, dass Elif wusste, dass ich nicht ganz die Wahrheit gesagt habe. Aber was hätte ich ihr sagen sollen? Mann, ich wollte doch auch nicht unsere Freundschaft kaputt machen. Emma? Warum zur Hölle schminkst du dich hier auf der Straße? Weil einfach alles total beschissen ist. Was Mama, denn? Ja, Mama und Papa waren eben bei Nina und Kindern und haben dann mitbekommen, oder Nina und Kindern haben mich verpetzt, um es besser auszudrücken, dass ich seit ein paar Tagen immer mal wieder da schlafe. Dann hatte ich keinen Bock mehr, mich da zu schminken. Ja, und Daniel ist auch schon wieder in Köln und hat mir natürlich nichts davon gesagt. Und das wundert dich? Ja. Emma, der Typ ist ein absoluter Arsch. Natürlich sagt er dir nicht Bescheid. Bitte werd doch mal wach. Max, weil ganz ehrlich, ich habe nicht nach deiner Meinung gefragt oder irgendwas, okay? Aber weißt du was? Du kannst mir ja besser mal erzählen, was ist mit Elifa. Du hast ja jetzt gesagt, dass du Gefühle für sie hast. So, was soll das? So, du weißt, dass sie nicht auf dich steht. Ja. Und was ist mit Josip so? Between? Was soll da sein? Josip weiß nichts davon und bei Elif habe ich schon gesagt, dass das Quatsch war, das, was ich erzählt habe. Quatsch? Ja. Das hat sie dir geglaubt? Ey, es steht keine Freundschaft in Gefahr oder sonst irgendwas. Und ja, sie hat es mir geglaubt. Irgendwie. Da geht mir unnormal auf den Sack. Guck mal, allein diese Sache mit dem Geschenk von Elif, ne? So, wo der mir das überlässt und auf cool macht und so, na, ich gönne euch das, ne? Hauptsache, sie ist dann glücklich und bla, bla, bla. Ich denke, oh, was für ein Bruder, ne? Auf einmal fällt er mir in den Rücken, erzählt der hintenrum irgendwie, ich würde meine Ex treffen oder so ein Quatsch. Wer kommt auf sowas? Wer macht das? Welcher Bruder benimmt sich so? Anscheinend, ja. Ja, das ist kein Bruder. Ja. Es steht safe noch auf Elif. Oder nicht? Bestimmt. Für mich ist er komplett gestorben, aber ich will dir gar nicht einreden. So. Deswegen. Bruder, der ist so ein bisschen... Ist das dein Ernst? Was ist los? Die Kette ist nicht von dir, die ist von Max. Nein, das hast du falsch verstanden. Ich habe das ja mit ihm zusammen. Hör auf zu lügen, ehrlich. Komm, Hauptsache, du freust dich. Nein, also, es ging mir darum, dass er sich darüber Gedanken gemacht hat, was er mir schenken soll und du nicht. Wir, doch, wir haben das. Nein, hör auf zu lügen, das ist so erbärmlich, Josip, wirklich, hör auf damit. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr mit euch. Wie lange ich nach einem Geschenk gesucht habe, dann hat er mir halt geholfen und gesagt, hey, diese Kette, die... Ehrlich, ich gehe nach Hause, ehrlich. Hör doch auf. Lass es einfach. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Hey, Max, können wir uns kurz treffen? Ich muss mit dir reden. Ciao. Idiot. Natürlich hatte ich jetzt keine Gefühle für Max, nur weil er mir eine Kette geschenkt hat. Aber meine Sichtweise hat sich definitiv geändert. Das hat mir einiges zu denken gegeben. Ich meine, Max wusste alles über mich. Und Josip gar nichts. Wenn man vom Teufel spricht, ne? Audio von Elif. Sie will nochmal mit mir reden. Ich check das alles nicht mehr. Aber warum will sie mit mir reden? Keine Ahnung. Vielleicht will sie mir ja sagen, dass sie auch Gefühle für mich hat. Und dass sie gemerkt hat, dass sie eigentlich
gar nichts zu Josse passt, was ich sowieso schon seit Tag 1 denke. Ey, die sind Unterschied von Tag und Nacht. Max, ja? Wach mal bitte auf, ja? Ich weiß nicht, was hier in deinem Köpfchen vor sich geht, aber ganz ehrlich, du bist 0,0 Elifs Typ. Null, okay? Und die wird niemals irgendwas von dir wollen. Und ich will einfach, dass du es in deinen Kopf kriegst. Wie soll es denn weitergehen? Willst du jetzt dein Leben lang mit der befreundet sein und dabei unglücklich in sie verliebt sein? Nein, das ergibt doch gar keinen Sinn. Es funktioniert so nicht. Es kann so nicht funktionieren. Das ist scheiße. Klappt doch nicht. Du hast absolut recht, das klappt nicht. Okay. Und genau deswegen gehe ich jetzt zu ihr und gestehe einfach meine Gefühle und Liebe. Und diesmal komplett. Eine komplette Wahrheit. Emma, du sagst selber immer keinen Bock mehr auf dieses Hin und Her. Das hast du nicht, das hab ich nicht, das hat Elif nicht. Warte mal, ich gehe einfach zu ihr und es gibt diese kleine Chance. Die ist vielleicht nicht groß, was du mir jetzt wieder sagen willst, aber solange es sie gibt, werde ich versuchen, sie auszunutzen. Okay, du machst sowieso, was du willst. Ja, deswegen, komm mal, ich wünsche dir viel Glück. Ich gehe zu Daniel, kannst mir auch viel Glück wünschen. Aber ganz ehrlich, sag mir nicht im Nachhinein, ich hätte es dir nicht gesagt. Denn das habe ich. Ja, ist notiert. Hey, Max. Hi. Hi. Was gibt's denn, was du mir so dringend noch sagen willst? Ich wollte mit dir darüber reden. Ich weiß, dass das dein Geschenk ist und nicht Josseps. Ey, ich finde das super süß, okay? Ich bin sogar glücklich darüber. Ich meine, du kennst mich einfach besser als jeder andere. Weißt du, warum ich dich so gut kenne? Weil du einfach mit Abstand die tollste Frau bist, die ich kenne. Am Anfang dachte ich, du wärst oberflächlich und eine kleine Zicke. Aber je mehr Zeit wir verbracht haben, desto mehr ist mir einfach klar geworden, was für ein toller Mensch du bist. Was für einem wunderbaren Herzen. Du bist mir ins Herz gewachsen. Ich habe mich in dich verliebt, Elif. Und was ich damit sagen will, ist, ich liebe einfach alles an dir. Dich, deine Art, deine manchmal dreckige Lache, dein Temperament und sogar wie du dir durch die Haare gehst, wenn du verlegen bist. Ich hab dich auch richtig gern, wirklich. Und ich bin glücklich, dich zu haben. Sein. Die ganze Zeit machst du hier auf Bruder, ja? Du gönnst es uns, wir haben deinen Segen, ja? Und auf einmal bist du so eine kleine Ratte oder was? Vor deinem eigenen Haus fällst du mir so hinter den Rücken. Ich wusste, dass du die ganze Zeit scharf auf sie warst, Mann. Was? Du wusstest das? Ja, und du anscheinend ja auch, sonst hättest du nicht mit ihm rumgemacht. Wisst ihr was? Alle beide, du bist so ein Scheiße. Josef, ich... Geh mir aus den Augen, Mann. Oh. Was gut bei dir hier, warte. Hey, hier. Ja, alles gut. Ein Arschloch. Max' Liebeserklärung war einfach wunderschön. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Und bei dem ganzen Gefühlschaos habe ich mich einfach zum Kuss hinreißen lassen. Und ich wollte eigentlich direkt alles klarstellen, als Josef kam. Aber ich wusste einfach nicht, wie. Wie sollte ich es machen, ohne Max zu verletzen? Aber das war jetzt erstmal eh zweitrangig, weil ich musste mich um Max kümmern. Und mir war klar, dass ich das irgendwann mit Josef auf jeden Fall klären musste. So was trägt man, wenn man eine Hot-Rod-Fahrt macht. Hey, wo ist denn dein Schatz? Was wollen Sie denn jetzt? Dann kannst du nicht die Polizei anrufen. Du hast gestern Max verprügelt, geht's noch? Ich glaube einfach, dass ich eventuell Elifs Herz erobert habe. Wenn das mit uns weitergehen soll, dann musst du mir jetzt versprechen, dass du Max nicht mehr triffst. Ich meine, ich wollte unbedingt mit Josef zusammen sein. Aber auf der anderen Seite wollte ich Max auch nicht als Freund verlieren. Ich muss auf jeden Fall mal kurz mit dir reden. Ja. Weil Mel ab jetzt öfter nicht da sein wird. Also das klang auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend.